Das sind sie, die Ruhestörer. In Ninowka im Süden Russlands gibt es ein Kamelproblem. Mehrere Dutzend der großen Tiere ziehen durch den Ort, wild und ohne, dass sie jemand aufhält. Sie sind bei dem Baum herumgesprungen, sagt diese Bürgerin. Wir können ihnen nur dabei zusehen. Das Loch im Zaun, auch das seien die Kamele gewesen. Diese Frau hat Angst, zur Arbeit zu gehen. Die Kamele, erzählt sie, verscheuchen regelrecht Menschen. Die rund 80 Tiere gehörten einem älteren Mann, der inzwischen das Interesse an der Kamelzucht verloren hat. Das berichten Medien. Einfangen will er die Tiere nicht, auch Strafen scheinen ihn nicht zu kümmern. Und doch hat er gute Tipps, wie man den Kamelen Herr werden kann. Schauen Sie sich diesen Zaun an, das Metall ist so dünn, wir müssen stärkere Zäune bauen. Die Kamele in einen Zoo zu geben, das kommt für den ehemaligen Besitzer aber nicht in Frage.